Servus, damit recht herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origin. So, wir schauen mal in die Kiste. Lederstiefel, nehmen wir mit. Wie ich dieses Geräusch hasse. So, gehen wir mal hier drauf. Krieger, wir brauchen noch zweimal und dann können wir sie endlich anziehen. Die legendäre Drachentötterrüstung. Weiter. So, Silberzunge, das werden wir auf jeden Fall machen. Das hier. Brauchen aber auch. Was ist denn das hier? Kampftaktik. Das ist das hier. Der Charakter ist schnell genug. Das ist stehlen. Was ist. Was ist hier? Nee, das ist. Nee, nee, egal. Machen wir das hier. Weiter. So, mit Ö, Waffe und Schild. Schildhammer, das klingt gar nicht mal so schlecht. Da haben wir hier oben zwei Waffen. Zwei Waffen klingt auf jeden Fall richtig sexy. Hier können wir eh nichts machen. Machen wir das hier. Speichern. Haben wir das auf der 7, sehr schön. So, warte mal, warte mal, warte mal. Inventory, Rüstung. 38, ach, das dauert doch noch. Drei Levelaufstiege. Aha. So. Hier haben wir 90 drauf, hier haben wir 75 drauf. Hier ist einer drauf. Dort haben wir Rüstung plus 1, Chance an Angriff auszuwählen. Das ist auf jeden Fall besser als das, was wir haben. 1,20 bringt uns nichts. Das hier. Oh, das können wir nehmen. Oh ja, das nehmen wir. Sehr schön. Was haben wir hier so? Sonderschwert. Ein Schaden, ja. Gehen wir mal raus. Seht ihr? Hier ist eure graue Wächterfreundin. Ihr macht euch zu viele Sorgen, junger Mann. Ihr seid am Leben? Ja! Ich war mir sicher, ihr seid tot. Ach so? Das kann alles nicht wahr sein. Ohne Morrigans Mutter legen wir tot auf der Spitze dieses Turms. Sprecht nicht über mich, als wäre ich nicht hier, Bursche. Ich wollte nicht... Aber wie soll ich euch nennen? Ihr habt uns euren Namen nicht verraten. Namen sind hübsch, aber wertlos. Das Volk der Chasind nennt mich Flemeth. Ich schätze, das erfüllt seinen Zweck. Die Flemeth aus den Legenden? Davis hatte recht. Ihr seid die Hexe der Wildnis, nicht wahr? Und? Was bedeutet das? Ich kenne mich ein bisschen mit Magie aus. Und sie hat euch beiden nicht geschadet, oder? Also wenn wir...
Muss ich das? Alter und Macht sind relativ. Ob ich alt und mächtig bin, hängt stark davon ab, wer danach fragt. Im Verhältnis zu euch ist die Antwort auf beides ja. Warum habt ihr dann nicht Duncan gerettet? Er ist... war unser Anführer. Es tut mir sehr leid um Duncan, aber ihr müsst eure Trauer zurückstellen. In die dunklen Schatten, bis die Zeit für eure Rache gekommen ist. Das hat meine Mutter immer gesagt. Jetzt ruft die Pflicht. Es war schon immer die Pflicht der Grauen Wächter, die Länder gegen die Verderbnis zu vereinen. Oder hat sich das geändert, als ich gerade nicht aufgepasst habe? Das ergibt doch keinen Sinn. Warum sollte er so etwas tun? Nun, das ist eine gute Frage. In den Herzen der Menschen verbergen sich Schatten, die dunkler sind als jede verdorbene Kreatur. Vielleicht glaubt er, die Verderbnis sei eine Armee, die er taktisch überwinden kann. Vielleicht begreift er einfach nicht, dass das Böse dahinter die wahre Bedrohung ist. Der Erzdämon. Der Erzengel, Dämon. Es heißt, der Erbauer habe die alten Götter des Reichs von Tevinter vor langer Zeit dazu verbannt, in Gefängnissen unter der Erde zu ruhen. Ein Erzdämon ist einer dieser alten Götter, der erwacht ist und von der dunklen Brut verdorben wurde. Ob ihr daran glaubt oder nicht, die Geschichte beschreibt ihn als furchterregendes, unsterbliches Wesen. Und nur Dummköpfe ignorieren die Geschichte. Kaelin hat sie bereits hergerufen. Sie werden kommen, wenn sie können. Aber ich schätze, Loghain hat bereits Schritte unternommen, um sie aufzuhalten. Wir müssen davon ausgehen, dass sie nicht rechtzeitig hier sind. Ich? Ich bin nur eine alte Frau, die in der Wildnis lebt. Ich weiß nichts über die Verderbnis oder die dunkle Brut. Ach so? Wo auch immer Loghains Wahnsinn herkommt, er sieht in der dunklen Brut offensichtlich nur eine geringe Bedrohung. Wir müssen alle warnen, dass das nicht so ist. Und wer wird euch glauben? Oder wollt ihr Loghain davon überzeugen, dass er sich irrt? Er hat gerade seinen eigenen König verraten. Wenn Al-Eamon wüsste, was ein Ostagar getan hat, wäre er der Erste, der seine Hinrichtung fordern würde. Ich schätze schon. Al-Eamon war nicht in Ostagar, also hat er noch alle seine Männer. Und er war Kaelins Onkel. Ich kenne ihn. Er ist ein guter Mann. Er hat großen Einfluss im Lanting. Natürlich. Wir könnten nach Redcliffe gehen und ihn um Hilfe bitten. Natürlich, die Verträge. Die Grauen Wächter können die Hilfe der Zwerge, der Elfen, der Magier und anderer einfordern. Sie sind verpflichtet, uns gegen eine Verderbnis beizustehen. Ich bin vielleicht alt, aber Zwerge, Elfen, Magier, diese Ar-Eamon und wer weiß wer sonst noch. Für mich klingt das nach einer Armee. Also, können wir das machen? Können wir das schaffen? Und zu diesen anderen Orten gehen und eine Armee aufbauen? Geil. Dann seid ihr also bereit? Aber hallo. Ihr seid bereit, graue Wächter zu sein? Jetzt, wo ihr es erwähnt, ich kann euch noch eine Sache anbieten. Da ein Topf kocht, werte Mutter, werden wir heute Abend zwei Gäste haben oder keinen? Die Grauen Wächter werden in Kürze aufbrechen und du wirst sie begleiten. Wie schade. Was? Du hast mich gehört. Du hast nämlich Ohren, ich bin ganz sicher. Habe ich kein Mitspracherecht? Du willst doch schon seit Jahren die Wildnis verlassen. Das ist deine Chance. Und ihr, Wächter, seht das bitte als Bezahlung für die Rettungsaktion. Ich will ja dem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen, aber bringt uns das nicht neue Probleme?
Außerhalb der Wildnis ist sie eine Abtrünnige. Wenn ihr von uns unrechtmäßigen Magiern keine Hilfe wollt, hätte ich euch wohl besser auf dem Turm gelassen. Zurechtweisung angekommen. Mutter, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich bin gar nicht bereit. Du musst bereit sein. Diese beiden sind allein und müssen Ferelden gegen die dunkle Brut einen. Sie brauchen dich, Morrigan. Ohne dich werden sie versagen und die Verderbnis wird alle hinwegraffen. Ach so? Auch mich. Ich verstehe. Und ihr Wächter? Versteht ihr auch? Ich gebe euch, was mir das Liebste auf der Welt ist. Und ich tue das, weil ihr Erfolg haben müsst. Ja, aber hallo. Dann hole ich jetzt meine Sachen, wenn ich darf. Na dann ab. Ich stehe zur Verfügung, graue Wächter. Als erstes Ziel schlage ich ein Dorf nördlich der Wildnis vor. Es ist nicht weit und es gibt dort viel, was ihr benötigt. Geil. Wenn ihr es vorzieht, bin ich einfach nur eure schweigsame Führerin. Eure Wahl. Da sind wir uns auf Wegen einreden, wenn ihr etwas habt. Diesen Satz werdet ihr noch bereuen. Liebe süße Mutter, wie freundlich von dir, mich einfach so hinauszuwerfen. Ich werde diesen Augenblick stets ehren. Ich habe immer gesagt, wenn etwas getan werden muss, mach es selbst. Sonst musst du es dir 10 oder 20 Jahre lang vorwerfen lassen. Es ist nur... Wollt ihr sie wirklich mitnehmen, nur weil ihre Mutter es sagt? Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Nun, das ist wohl richtig. Die grauen Wächter haben immer aller Orten nach Verbündeten gesucht. Es freut mich sehr, dass ihr zustimmt. Leb wohl, Mutter. Vergiss den Eintopf nicht. Ich will ja nicht, dass bei meiner Rückkehr die Hütte niedergebrannt ist. Ach was. Viel wahrscheinlicher ist, dass bis zu deiner Rückkehr die ganze Gegend, einschließlich Hütte, von der Verderbnis verschlungen wird. Ich meinte ja nur, dass... Ja, ich weiß. Ich wünsche dir viel Spaß, Liebes. Ah, Mann. Dieses Rumgequatsche immer. Ich könnte kotzen. Wird gespeichert. Ja, komm, sollen wir nur weiterziehen. Flemmes Hütte. Los rein. Und ich erwarte, dass jeder diese Männer bereitstellt. Wir müssen wieder aufbauen, was wir in Ostaga verloren haben, und zwar rasch. So mancher würde unsere derzeitige Schwäche ausnutzen, wenn wir es zuließen. Wir müssen die dunkle Brut aufhalten, aber das muss überlegt und ohne Zögern erfolgen. Eure Lordschaft, darf ich sprechen? Ihr habt euch zur Königin Enoras Regenten erklärt und verlangt, dass wir zu unserem Besten gemeinsam unter eurem Banner kämpfen. Was war mit der verlorenen Armee bei Ostaga? Euer Rückzug war ein wahrhaft glücklicher Zufall. Mein Handeln diente stets der Sicherung von Fereldens Unabhängigkeit. Ich habe meine Pflicht nicht vernachlässigt. Und das dulde ich auch von niemandem. Das Benorn wird sich euch nicht beugen, nur weil ihr es verlangt. So hört. Ich werde keine Bedrohung dieses Landes dulden. Von euch nicht, von niemandem. Buja. Ben Tegan, bitte. Eure Majestät. Euer Vater riskiert einen Bürgerkrieg, wenn Eamon hier wäre. Ben Tegan, mein Vater tut das Beste. Hat er auch für euren Gatten das Beste getan, Eure Majestät? Ach, doch ein Geist. Auf
aufwachen, die Herren! Wir haben hier weitere Reisende, die unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Ich würde sagen, die Hübsche dort ist ihre Anführerin. Sie sehen ein bisschen anders aus als die anderen. Vielleicht sollten wir sie passieren lassen. Unsinn! Seid gegrüßt, Reisende! Wegelagerer. Ich nehme an, Sie plündern die, die vor der dunklen Brut fliehen. Sie sind verrückt, sich uns in den Weg zu stellen. Ich erteile Ihnen eine Lektion. Chill. Ich bitte euch, ist das eine angemessene Art der Begrüßung? Es kostet euch nur lumpige 10 Silberlinge. Dann könnt ihr weiterziehen, wie es euch beliebt. Ihr solltet auf eure Freund hören. Wir sind keine Flüchtlinge. Dann sind ihr also Zolleintreiber. Ganz genau. Zur Instandhaltung des kaiserlichen Hochwegs. Er ist nicht in allerbesten Zustand, oder was meint ihr? Ihr wollt mehr bezahlen? Ha, wir freuen uns über jede Spende. Wird so eine Karawane nicht schwer bewacht? Das ist ein beliebter Trick. Aber so einfach lassen wir uns nicht hinters Licht führen. Eine ganze Karawane. Reif geerntet zu werden. Geht weiter. Macht euch auf den Weg. Auf uns wartet Arbeit. Ja. Toter Templar. Wisst ihr, so langsam glaube ich, dass eure Karawane hier überhaupt nicht mehr auftaucht. Vielleicht war die ganze Sache nur eine Erfindung. Natürlich war sie eine Erfindung. Ihr schuldet uns 20 Silberlinge als Entschädigung für meine Verärgerung. Hat sie gesagt, sie sei ein grauer Wächter? Eine von denen, die den König getötet haben? Es heißt, sie seien Verräter an Ferelden. Taryn Loghain hat ein beachtliches Kopfgeld auf jeden von ihnen ausgesetzt. Aber sind die grauen Wächter nicht gut? Ich meine, richtig gut? Gut genug, um einen König zu töten? Da hast du nicht ganz Unrecht. Vergessen wir den Weg, Zoll. Wir überlassen euch einfach dem, was ihr so tut. Die dunkle Brut bekämpfen, Könige töten. Was ihr nicht sagt. Die sind wirklich gut, Boss. Vergiss das nicht. Gut, in Ordnung. Wie wär's mit 20 Silberlingen? Das ist alles, was wir heute gesammelt haben. Gerade dachte ich, wir hätten uns geeinigt. Dort sind Gegner! Wir müssen die natürlich wegräumen. Schon gut. Wir ergeben uns. Wir versuchen doch nur über die Runden zu kommen, bevor die dunkle Brut uns alle holt. Ja, ich bin ein Verbrecher. Ich gestehe. Verzeiht mir. Was könnte ich euch schon erzählen? Wir sind noch nicht mal aus dieser Gegend. Nun ja, wir haben Ausschau nach Flüchtlingen aus dem Süden gehalten. Es waren größtenteils Chasend aus der Wildnis und Bauern. Es gibt hier keine Soldaten mehr, also haben wir uns selbst bedient.
Wir versuchen, niemanden zu schwer zu verletzen. Es platzt aus allen Nähten. Der Bann und seine Männer sind Terran Logan nach Norden gefolgt. Es ist also niemand mehr hier, der für Ordnung sorgt, abgesehen von ein paar Templern in der Kirche. Ich wollte doch nur meine Familie ernähren, versteht ihr? Ach, hört auf zu quatschen. Von einigen vielleicht. Vor einiger Zeit kam eine Gruppe verletzter Aschekrieger hier vorbei. Ich bin ihnen einfach aus dem Weg gegangen. Alle reden darüber, dass die Grauen Wächter den König in der Schlacht gegen die Dunkle Brut verraten haben. Deshalb ist er gemeinsam mit ihnen gefallen. Terran Logan konnte sich gerade noch rechtzeitig zurückziehen. Seine erste Amtshandlung als Regent war, ein Kopfgeld auf graue Wächter auszusetzen. Dann lasst mich gehen! Ihr macht Witze, oder? Ich könnte nie ein Soldat sein! Na dann? Ja, selbstverständlich. Das Geld, das wir eingenommen haben, ist gleich hier. Es sind nur ein paar hundert Silberlinge. Der Rest ist in den Truhen, die wir mitgebracht haben. Ich schwöre es. Es gibt hier keine Behörden, nur die Templer. Und die würden mich hinrichten. Der Erbauer möge euch segnen. Die Dunkle Brut kann diesen Ort haben. Naja. Ja. Inventar voll, du willst mich verarschen. Wir sind ganz in der Nähe des Dorfes. Ein guter Zeitpunkt, innezuhalten und uns zu unterhalten. Ah, ihr habt also doch beschlossen, wieder zu uns zu stoßen. Euch aus Trauer in eure Klinge zu stürzen, war wohl zu viel verlangt, oder? Ist meine Trauer so schwer zu verstehen? Habt ihr noch nie jemanden verloren, der euch nahe stand? Was würdet ihr denn tun, wenn eure Mutter stirbt? Vor Ende meines Lachanfalls oder danach? Genau, sehr gruselig. Vergesst, dass ich gefragt habe. Ja, ich weiß. Ich habe nur nachgedacht. Kein Wunder, dass es so lange gedauert hat. Ich verstehe schon. Und jetzt stellen wir schockiert fest, dass ihr in eurem ganzen Leben noch nie einen Freund hattet. Ich kann durchaus freundlich sein, wenn ich will. Aber der Wunsch nach mehr Intelligenz bringt noch keinen Erfolg. Wie auch immer. Wir sollten jetzt erst einmal darüber reden, wo wir überhaupt hinwollen. Aber wir brauchen doch einen groben Plan für danach, oder etwa nicht? Ich halte den Vorschlag von Flemeth für den besten. Diese Verträge. Habt ihr mal einen Blick darauf geworfen? Wir haben Verträge für drei Hauptgruppen. Die Dalish-Elfen, die Zwerge von Orsamar und den Zirkel der Magi. Ich halte Al-Eamon für unsere beste Hoffnung auf Hilfe. Vielleicht sollten wir ihn sogar als erstes aufsuchen. Außer Ferelden zu verlassen und sie einzeln zu suchen? Man könnte eine Botschaft zur Feste von Weißhaupt schicken, aber das ist tausende von Meilen entfernt. Folgt dem Feind. Findet Logain und tötet ihn. Dann könnt ihr die Sache mit den Verträgen sicher in Angriff nehmen. Ja, damit rechnet er ganz bestimmt nicht. Er hat ja auch den Vorteil nicht auf seiner Seite. Keine Armee, keine Erfahrung. Ich wurde nach meiner Meinung gefragt und habe sie geäußert. Wenn ihr ständig Gründe finden wollt, etwas nicht zu tun, dann stehen wir noch hier, wenn die Dunkle Brut uns verspeist. Ich kann euch die Richtung weisen, wenn ihr möchtet.
Ihr habt also einen Plan? Also gut, wir können das Lager abbrechen und Richtung Dorf aufbrechen, sobald ihr bereit seid. Sehr schön, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Endlich, mein Gott. Ciao. Länger geworden.